Wer sind diese Menschen, die vor einigen Tagen so durch Landshut zogen? Im Internet haben die Viking Security Fotos von ihrem Streifengang gepostet. Angeblich wollen sie Menschen in Notsituationen helfen, sie vor Schlägern, Messerstechern, Vergewaltigern schützen, die immer mehr würden. Der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet die Gruppierung. Es handelt sich hier um eine rechtsextremistische Gruppierung. Ziel solcher rassistisch motivierter Bürgerwehrgruppierungen ist es, das staatliche Gewaltmonopol zu unterminieren, in der Bevölkerung Verunsicherung zu erzeugen, Ängste zu schüren vor Flüchtlingen und Migranten. Die Landshuter Polizei beendete den Streifengang und erstattete Anzeige. Viele Landshuter sind über die selbsternannten Hilfs-Sheriffs aufgebracht. Also das macht mir schon Angst, finde ich auch erschreckend. Ich finde es gut von der Polizei, dass sie gesagt hat, das geht gar nicht und auch sofort, ohne dass die was gemacht haben, eingeschritten sind. Ja, ich finde es halt unberechtigt, weil wir sind ein Rechtsstaat, es ist eigentlich alles geregelt, wer da zuständig ist und damit ist das einfach, kann man nicht für gut heißen. Der Oberbürgermeister verweist außerdem auf die gute Sicherheitslage. Laut Polizeistatistik ist die Kriminalität in Landshut sogar rückläufig. Wir haben auch eine Sicherheitswacht, und zwar von der Polizei qualifizierte ehrenamtliche Bürger, die Sicherheitswachtstreifengänge machen in der Innenstadt. Wir haben einen Sicherheitsdienst noch beauftragt, der in den Nachtstunden im Stadtzentrum noch im Auftrag der Stadt sich um die Dinge kümmert. Also wir haben überhaupt keinen Bedarf an solchen Leuten. Die Viking Security haben eine eigene Division Bayern und waren bisher nicht nur in Landshut, sondern auch anderen bayerischen Städten unterwegs. Sie selbst bestreiten übrigens, rechtsextrem zu sein. Auch wenn bisher keine Gewalttaten bekannt sind, warnt der Verfassungsschutz, einige Mitglieder seien waffenaffin.